Ja, es ist jetzt 19 Uhr. Es ist genau eine Stunde her, dass wir den Winter nach Leipzig geholt haben. Expedition 4x6, Kubus, Thema Polarzeit. Es ist so, als hätte man Aurora Borealis hierher geholt. Die Farben der Stadt, die Kälte, es geht unter die Haut. Der Besucher hat es zu spüren bekommen. Im Haus geht es richtig ab. Wir haben mehrere Mammuts präsentiert. Alle sind hochzufrieden, ich bin es auch. Jetzt werden wir mal schauen, was noch passiert. Klimawandel ist in aller Munde und das, was wir Menschen tun können, um noch gegenzusteuern, damit es nicht zur großen Katastrophe auf unserem Planeten kommt. So ist das Thema Arktis und Forschung in der Arktis natürlich ein sehr, sehr bedeutendes. Klimawandel spielt ja grundsätzlich eine sehr große Rolle gegenwärtig und das geht an uns natürlich auch nicht spurlos vorüber. Insofern präsentieren wir das hier. Die Zusammenarbeit mit der Schaubühne Lindenfels ist natürlich auch wieder von herausragender Bedeutung. Die haben eine großartige Inszenierung geschaffen dort mit dem Kubus. Und das Ganze theatralisch auch ein bisschen aufzunehmen, diesen Entdecker, diesen Forschercharakter, ist natürlich immer spannend und für uns sowieso. Das funktioniert wirklich, wirklich großartig. Da kann ich mich nur noch 1000-mal bedanken, auch bei den Leuten von der Schaubühne.